Wir haben heute gute Nachrichten zu verkünden. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat in den letzten 12 Monaten keine neuen Schulden aufgenommen, übrigens wie seit 2006 nicht. Wir haben stattdessen Geld übrig behalten. Das heißt, es ist mehr Geld da, als zum Anfang geplant worden ist. Und dieses Geld, das können wir jetzt für Mecklenburg-Vorpommern, für die Menschen ausgeben. Und die Entscheidung haben wir heute getroffen. Und es sind gute Nachrichten für die Azubis in unserem Land. Wir wollen mit der Wirtschaft ein Azubi-Ticket auf den Weg bringen und haben dafür Geld eingestellt. Und wir wollen außerdem mehr für Klimaschutz tun, vor allem für unseren eigenen Wald. Nicht nur den Wald schützen, sondern auch gesünder machen. Und vor allem wollen wir die Menschen, die Lust haben, dabei mitzumachen, dabei beteiligen. Ja. Und der dritte Punkt, es geht auch um soziale Projekte, wie zum Beispiel mehr Gesundheit und mehr Schutz für Kinder. Also ein guter Dreiklang, starke Wirtschaft, Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit.